Ihnen einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mit uns starten Sie gut informiert ins Wochenende. Die aktuellen Themen aus Mitteldeutschland jetzt bei dabei ab 2. Fast eine Woche lang hat die Polizei nach einem hochgefährlichen Sachsen-Anhalter gesucht. Der Mann soll in seinem Heimatort Listerferder im Landkreis Wittenberg 3 Menschen mit einer Axt angegriffen haben. Danach war er untergetaucht und soeben erreicht uns die Nachricht, dass er den Fahndern ins Netz gegangen ist. Hätte ihr Tod verhindert werden können? Mit dieser Frage plagen sich vor allem die Angehörigen der toten Frau, die auf der A2 bei Helmstedt starb. Die werdende Mutter ist von einem umherfliegenden Stützpfeiler getötet worden, nachdem ein Auto auf der Gegenfahrbahn in die Leitplanken gerast war. Jetzt kommt heraus, dass vieles darauf hindeutet, dass ein langer bekannter technischer Mangel an den Haltepfosten an dem Unfall schuld sein könnte. Es ist immer wieder die gleiche Masche. Im Briefkasten findet sich eine Gewinnbenachrichtigung und immer wieder fallen vor allem ältere Menschen auf die Trickbetrüger herein. Auch Rentner Rainer aus Dresden ist so einer. 1.500 Euro wurden ihm versprochen, er sollte nur an einer Kaffeefahrt teilnehmen, dann würde er seinen Gewinn schon erhalten. Gesagt, getan. Doch als er im Bus 3 Euro Versicherungsgebühr zahlen sollte, weigert er sich und flog daraufhin mitten in der Pampa raus aus dem Bus. Mehr zur weitergehenden Ochsensuche nach den aktuellen Kurzmeldungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein Ochse kommt selten allein. In Chemnitz sind es gleich 9, die seit gut einer Woche den Zeisigwald unsicher machen. Offenbar aus Angst vor dem Tierarzt waren sie von einer Weide ausgebüxt. Der Wald musste gesperrt werden. Und die Suchtrupps machen jetzt Schluss mit lustig und guten Zureden. Ein Elektrozaun, der immer enger geschnallt wird, soll die Tiere einkreisen. Und ein Erfolg konnte bei der Ochsentour schon verbucht werden. Tja, ein ganz schön teures Unterfangen. Bis zu 120 Einsatzkräfte sind seit einer Woche im Einsatz. Und die Frage, wer die Kosten trägt für den umfangreichen Sucheinsatz, die wurde übrigens noch nicht entschieden. Das Deutsche Rote Kreuz in Thüringen dagegen hat eine für viele Senioren unangenehme Entscheidung treffen müssen. Das Essen auf Rädern wird jetzt überall teurer. Spitzenreiter ist das Sonneberger Krankenhaus, das den Preis von 3,20 Euro gleich auf 4,90 Euro anhebt. Und auch das DRK in Eisenach plant höhere Preise. Frauen lügen, das behauptet der Dresdner Schauspieler Alf Marlow, der sich seit Jahrzehnten mit dem Kampf der Geschlechter in seinen Programmen beschäftigt. Er hat auch festgestellt, dass wir Frauen deswegen viel älter werden, weil Lügen gesund hält. Aber auch ein Alf Marlow lernt immer noch was dazu. Bei Dreharbeiten für dabei ab 2 musste er erfahren, dass auch Männer verdammt gut lügen können. Aber auch Lügen können leider dazu führen, dass eine Ehe scheitert. Die ganze Woche schon geben wir Ihnen nützliche Tipps für den Ernstfall in unserer Ratgeberserie Scheiden aber fair. Ein Thema, das ständig in der Diskussion ist. Erst heute konnten Sie in den Zeitungen vom neuen BGH-Urteil lesen, das die Rechte von alleinerziehenden Müttern stärkt. Wir wollen uns heute im letzten Teil der Serie um die Omas und Opas kümmern, die plötzlich viel weniger Kontakt zu ihren Enkeln haben und die notfalls sogar zur Kasse gebeten werden können. Und wenn Sie hier alles zum neuen Unterhalts- und Scheidungsrecht nachlesen wollen, die in der Serie zu Wort gekommenen Anwälte haben einen handlichen und gut lesbaren Ratgeber geschrieben. Und wir verlosen jetzt 10 Exemplare. Unsere Nummer lautet 0183 3 15 15 36. Ja, einer der bekanntesten und beliebtesten Menschen der Welt feiert heute Geburtstag. Nelson Mandela wird 90 Jahre alt und auch wir wollen mit einem kleinen musikalischen Gruß gratulieren und dabei in aller Kürze noch einmal wichtige Stationen seines Lebens zeigen. Alles Gute, Nelson Mandela. Tja, und noch eine Party steht an und dazu möchten wir Sie ganz herzlich einladen. Das ist die Sommertour von MDR1, Radio Sachsen-Anhalt und Sachsen-Anhalt heute. Und die Riesensause, die gibt's morgen. Und jetzt gebe ich ab an den Stellvertreter von Petrus, Thomas Klobig. Wie wird das kommende Wochenende? Dankeschön, Thomas. Dann heißt es am Montag wieder dabei ab 2 schauen, dann mit meiner charmanten Kollegin Anja Köbel. Wir wünschen Ihnen ein ganz schönes Wochenende und tschüss, bis bald.